Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Mein Projekt Poolumbau vom Stahlwandpool zum Steinpool geht nun in die sechste Runde. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich die ersten Wände gezogen habe. In diesem Video möchte ich euch mitnehmen beim Bau meiner Treppe und des Podests. Anschließend werde ich den Skimmer und auch die Einlaufdüsen einbauen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Im letzten Video habe ich die Mauer auf der Westseite gebaut. Ich habe die ersten vier Reihen aufgestapelt, habe das Ganze mit Bewehrungsstahl versteift, sowohl in den Seiten als auch nach unten im Fundament. Einige Stellen sind noch offen, die werde ich heute schließen. Das habe ich beim letzten Mal leider nicht geschafft, denn jetzt, mitten im April, kommt der Winter zurück. Es schneit, es hagelt und über die Nacht gibt es wieder Minusgrade. Das wirft mein Bauprojekt um einige Tage oder gar Wochen zurück. In der nächsten Reihe, die hier aufgesetzt werden soll, werde ich die Düsen montieren. Zwei Stück dieser Einlaufdüsen werde ich in die Wand einbauen. Hierfür nutze ich diese Mauerwerksdurchführung. Auf der Rückseite erfolgt der Anschluss mit dem Flexschlauch, der in den alten Anschluss vom Stahlwandpool übergeben wird. Auf der Ostseite habe ich noch nichts weiter gemacht. Nur die Steine habe ich so aufgebaut, wie ich mir das einmal vorstelle. Ihr seht hier auf der linken Seite meine Treppe. Mit 25 cm hohen und 25 cm tiefen Schalsteinen soll hier eine Treppe in den Pool gebaut werden. Diese Treppe wird auf eine Höhe von 1 Meter gebaut werden und sich anschließend hier rechts in ein Podest ergeben. Dieser Podest wird an der Seite eingefangen von dieser Mauer, die ich ebenfalls noch bauen muss. Und auf der Rückseite werde ich diese kleine Mauer hier hinten ebenfalls noch aufbauen und erhöhen, jeweils auf 1,50 Meter Gesamthöhe. Um den Podest und die Treppe zu bauen, sehe ich hier grundsätzlich zwei Möglichkeiten. In der ersten Möglichkeit würde ich diese Steine auf eine Höhe von 1 Meter aufmauern. Die Steine würden mit Beton verfüllt werden. Der Hohlraum, der sich dahinter ergibt, würde mit Frostschutz aufgefüllt werden und verdichtet werden. Das Ganze ungefähr auf eine Höhe von 80 cm. Obendrauf würde dann eine 20 cm dicke Bodenplatte gegossen werden, um einen Abschluss herzustellen. Bei der Treppe könnte ich das gleiche Prinzip ansetzen. Ich könnte vorne die Schalsteine setzen, mit Bewehrung versteifen, mit dem Fundament verbinden, das Ganze ausgießen, Frostschutz einfüllen und die nächste Lage aufbauen. Hier in diesem Bereich werde ich das aber nicht tun, denn diese Mauer hier hinten, das letzte Stückchen, als auch die kleine Mauer dort hinten, sind nicht bewehrt. Die hatten damals keine tragende Funktion. Um die Last des Wassers in diesem Pool abzufangen, werde ich daher diesen Bereich großzügig mit Beton ausgießen, nachdem ich die Schalsteine gesetzt habe. Das bringt deutlich mehr Stabilität, auch wenn es teurer und aufwendiger ist. In Kürze wird das Fundament für meine neue Terrasse für die Gartenküche gegossen. Diese entsteht direkt neben dem Pool und soll sich in einer Linie bis an den Poolrand erschließen. Wenn die Betonpumpe einmal da ist, um dieses Fundament zu gießen, möchte ich natürlich gleich die Schalsteine mit ausbetonieren. Das heißt, die Zeit drängt, auch wenn die Temperaturen im Moment nicht gerade förderlich sind. Ich werde heute die Steine zuschneiden und die Treppe positionieren. Auch den Podest werde ich so weit fertig bauen, dass ich nur noch ausgießen muss. Die Mauer auf der Westseite werde ich ebenfalls noch um die zwei Reihen ergänzen, um dann die Einlaufdüsen einzubauen, einmal auf der linken und einmal auf der rechten Seite. Zum Schluss zeige ich euch dann noch, wie ich den Skimmer in der neu hochgezogenen Wand hier drüben einbauen werde. Denn hier gibt es eine weitere Besonderheit. Die Stützmauer des alten Pools ist nämlich nicht in einer Flucht mit dieser kleinen Schalsteinwand hier unten. Ich werde deswegen kleine 11,5 cm dicke Schalblöcke davor setzen, um hier eine Flucht hinzubekommen.
Die kleinen Blöcke werden hier im Versatz mit dieser Wand gebaut. Insgesamt über zwei Reihen, dass sie mit dieser Wand abschließen. Sobald ich die zweite Reihe gebaut habe, werde ich hier einen 25 cm dicken Schalblockstein aufsetzen. Dieser wird dann auf die endgültige Höhe hochgezogen. Auch diese Wand wird mit Bewehrung versteift und anschließend mit Beton ausgegossen. Die Technikversorgung habe ich soweit schon vorbereitet. Hier in diesem Rohr verläuft das Flexrohr für den Skimmer. Die Elektrik und dergleichen habe ich bereits umgelegt, so dass dieser gesamte Bereich hier mit Beton ausgegossen werden kann, um die Stabilität weiter zu erhöhen. Doch genug geredet. Ich werde die Kamera nun positionieren und ihr könnt mir einfach zuschauen, wie ich die Steine zuschneide und einbaue. Ich habe die vorletzte Reihe der Wand auf der Westseite ebenfalls fertiggestellt. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Position der Düsen ebenfalls festgelegt. Die Höhe lege ich auf 1,20 Meter. Der Skimmer wird etwas höher sein, die Oberkante liegt bei ungefähr 1,40 Meter, so dass ich die Düsen immer unter Wasser habe und im Winter aber nicht allzu viel Wasser ablassen muss, um den Pool vor Frost zu schützen. Um diese Mauerwerksdurchführung einbauen zu können, werde ich mit einem langen Bohrer zunächst hier durchbohren, komplett, und anschließend mit einem Kernbohrer, einem kleinen, nochmal nachbohren auf beiden Seiten, innen und außen. Dann kann ich die Mauerwerksdurchführung durchstecken. Auf der Vorderseite muss ich den Stein jedoch mit dem Winkelschleifer etwas großzügiger ausschneiden. Denn hier ist eine Falz angebracht, die das Ganze ja stabilisieren soll.
Stufen sind ausgerichtet. Die erste Reihe habe ich bereits mit einer Bewehrung im Boden als auch in der Wand verankert. Den Bewehrungsstab habe ich hier um die Ecke herumgebogen und dann anschließend mit dem anderen Bewehrungsstab, der das Podest halten soll, ebenfalls verbunden. Auch die Vorblendung hier an der Wand, um eine einheitliche Flucht hinzubekommen, habe ich bereits angelegt, ebenfalls mit einer Bewehrung. Die Höhe der Bewehrungsstäbe werde ich im Nachhinein kürzen. Da muss ich erst mal schauen, wie hoch ich insgesamt komme, wo genau der Skimmer beginnen wird. Aber ich denke, an dieser Stelle kann man sich schon recht gut vorstellen, wie das Ganze einmal ausschauen soll. Ich habe die Treppe fertig aufgestapelt. Auch die Bewehrung ist eingebracht und in den Wänden verankert. Der Podest ist ebenfalls fast fertiggestellt. Leider fehlen mir 3 Endsteine und durch die aktuellen Beschränkungen kann ich die nirgendwo kaufen. Da muss ich warten, bis der Baustoffhändler wieder geöffnet hat. Ich werde die kommenden Tage nutzen und die Übergänge verspachteln, so dass der Beton, wenn er in die Steine eingefüllt wird, nicht herausquellen kann. Sobald ich die letzten 3 Endsteine bekommen habe, kann ich auch die Wand an der Südseite weiterbauen, bis zu dem Bereich, in dem später der Skimmer-Einbau erfolgen soll. Auch der LED-Scheinwerfer kann dann hier in die Mitte des Podestes eingebaut werden. Doch das zeige ich euch in einem separaten Video später. Denn an dieser Stelle bin ich fertig. Ich hoffe, ich konnte euch einiges rüberbringen aus meinem Projekt Poolbau, Umbau vom Stahlwandpool zum Steinpool. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal, um auch die folgenden Videos nicht zu verpassen. Und ich freue mich schon auf eure zahlreichen Kommentare unter diesem Video. Werft einen Blick in die Beschreibung. Alle von mir verwendeten Werkzeuge und Materialien verlinke ich euch dort, damit ihr auf die Schnelle nachbestellen könnt. Mit eurer Bestellung unterstützt ihr meinen Kanal, ohne dass euch hierbei Mehrkosten entstehen. Dafür bedanke ich mich bereits im Voraus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.